Gebeten, wie Lesungen und auch durch tiefe Kontemplationen. Wir sollen auch nicht nur beten, aber auch zu uns die Gedanken und diese Schmerzen und Leiden Christi tief betrachten. Was hat er für uns getan und was wollen wir gerne auch tun? Jesus hatte diese Woche nun gelitten, hatte 3 Jahre lang auch mit den Jüngern gekümmert und sie überliefert, was sie tun sollen, hat er doch seine Menschwerdung zu Gänze gelitten, damit er uns erlöst. Lasst uns diesen Gedanken zu uns tief nehmen und darüber denken, reden, schreiben, lesen und doch viel wissen. Das ist eine intensive Gelegenheit. Jesus hier in Markus Kapitel 8, Vers 27 nahm seine Jünger mit und ging in Caesarea von Philippi und hatte 2 Fragen gestellt an sie. Erste Frage: Was halten die Menschen von mir? Was denken die Menschen über mich? Ist das für dich interessant und wichtig? Christus sagt: Ja, ich bin darum gekommen, damit wir gemeinsam die Erlösung bekommen. Ja, interessiert mich zu wissen, was denken von mir die Menschen. Es geht nicht um mich. Es geht um die Erlösung dieser Menschen. Und dann hatten sie die Jünger geantwortet. Einige sagen Elias. Warum? Weil Elias so starke Persönlichkeit war und Jesus ist auch starke Persönlichkeit. Elias konnte gegen Könige doch widersprechen und reden und Wahrheit erklären. Ebenfalls hat Jesus getan. Und Elias war ein Mensch des Betens und Fastens. Auch ebenfalls war Jesus durch seine Menschheit auch ein Mensch des Fastens und des Betens. Elias hatte verlangt, dass Feuer vom Himmel herabkommt, um das Opfer Gottes zu nehmen. Und wirklich, Jesus ist selber das Opfer, das sich selber opfern will. Also es gibt so viele Ähnlichkeiten zwischen Elias, dem Propheten, und Jesus. Und einige meinen, dass du Johannes der Täufer. Warum? Weil Johannes hatte so Gott so stark und so tief gepredigt. Die Menschen hatten oft ihn gehört. Deswegen sagen viele Menschen, du bist Johannes. Johannes hat ständig von Reue geredet und verlangt, dass die Menschen Reue tun, dass die gerecht sein sollen. Und du tust auch genauso. Aber andere sagen, du bist einer der Propheten. Nicht Elias oder Johannes, aber einer der Propheten. Warum? Warum ist das? Sie hatten richtig geantwortet, dass Jesus so gelebt hat wie die Apostel, wie die Propheten. Jeder Prophet im Alten Testament hatte symbolisch gelebt wie Christus. Moses war ein Symbol für Christus. Josef war Symbol für Christus. Alle Propheten des Alten Testaments waren wirklich Symbole für Christus. In einer Seite, in bestimmten Dingen, waren sie symbolisch, auch Johannes und auch Elias. Das ist die erste Frage. Zweite Frage hat er dann gesagt, und was haltet ihr von mir? Was denkt ihr? Das ist eine wichtige Frage. Frage über die Menschen, das ist so wichtig. Aber jetzt die Frage über die 12 Jünger. Niemand hat eine Antwort gefunden, außer Petrus. Petrus sagt sofort, du bist der Messias, du bist Gottes Sohn. Das war eine Erklärung des Vaters in Petrus. Das ist die zweite Frage. Wirklich, Petrus hatte richtig geantwortet in diesem Momentchen. Danach nicht, aber nun in diesem Momentchen hat er gesagt, du bist Gottes Sohn. 3-mal wurde dies geklärt. Erstens bei dem Heiligen Petrus und sagt, du bist Gottes Sohn. Es geht nicht um Sohnschaft, wie jeder Mensch meint. Das war nicht bekanntermaßen und sie haben das nicht so verstanden. Sie haben verstanden, dass er
Gott, der Sohn, ist und gleich wie der Vater. Und deswegen hat Jesus ihm gesagt, sag das nicht, bis der Menschensohn doch sein Opfer darbringt. Wirklich hat Petrus richtig geantwortet. Nicht nur der Blindgeborene hatte auch den Segen gehabt, auch diese Bekenntnis auch abzulegen und sagt, ich glaube, Meister, und fiel ihm nieder, hat ihn angebetet mit diesem Bekenntnis, du bist Gottes Sohn. Die dritte ist die Martha, die Schwester von Lazarus und Marien, hatte auch ihm gesagt, ich weiß, du bist Gottes Sohn. Diese drei Erklärungen, Bekenntnis, waren nicht ein einfacher Rede, das war eine Erklärung vom Vater. Vater hatte einige Menschen gewählt, um diese Erklärung auszusprechen. Doch Martha hatte angebetet und Bekenntnis gegeben und Mariam auch hatte Jesus angebetet. Also zwei Fragen, die dritte Frage von mir an euch. Was hält ihr von Christus? Ein Gott, der so weit ist oder ein Gott, der in dir wohnt? Ein Freund von dir oder einfach ein Gott, der nicht als Freund betrachtet kann? Was hältst du von Christus? Ist er der Geliebte? Denkst du an ihn jeden Tag? Ist dein Leben damit beschäftigt, dieser Frage zu antworten, ob Jesus wirklich das ganze Leben für dich ist oder nur eine Minute im Tag oder nur eine Stunde, wenn du bist? Wirklich ist Jesus für dich das ganze Leben? Kannst du wirklich nicht ohne ihn einen ganzen Tag leben oder kannst du doch? Wenn du ohne ihn leben kannst, dann ist es schlimm. Es ist so schlimm. Aber wenn du wirklich an Jesus jeden Tag denkst, als Geliebter, als Freund, als Begleiter, als Vater, als Gott, dann hast du wirklich Jesus richtig gefunden. Also zwei Fragen von Jesus und eine Frage von mir. Dreimal habe ich gesagt, hat den großen Heiligen dieser Bekenntnis, du bist Gottes Sohn, du bist gleich wie der Vater, du bist Gott und nicht Geschöpf, wie viele gedacht hatten. Das ist so wichtig. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen, das war ein geliebter Begriff von Christus. Er hat das gemacht, geliebt, Menschensohn genannt zu werden. Er ist Gottes Sohn, er ist der Gott, aber er mag gerne auch, dass er uns auch und mit uns als Mensch aufgezählt wird. Er ist der Vertreter der Menschen in jeder Hinsicht. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden, unsere Kriege. Und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet worden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Er muss leiden. Er muss leiden, damit wir nicht leiden müssen. Wenn wir ein bisschen leiden, das ist nicht der Preis von der Sünde. Wenn wir leiden, dann leiden wir, damit wir etwas Gutes erreichen können. Man sagt, ohne without pain no gain. Ohne Schmerzen gibt es kein Wachstum. Wenn wir leiden, dann leiden wir, damit etwas lernen können, damit etwas wir erreichen können. Aber Vollkommenheit der Leiden hat Jesus unseretwegen ertragen. Er ist gestorben, wir mussten eigentlich sterben wegen der Sünde, aber er hat es getan, damit wir selber auch das Leben bekommen. Petrus hat drei Sünden begangen. Hat aus Stolz gesagt, Jesus hat mich gepriesen und Jesus hat mich auch groß betrachtet, also ich muss immer meine Meinung sagen und ich akzeptiere nicht, dass Jesus leiden sollte und dass er sterben sollte. Hat gesagt, nein, du darfst nicht das sagen, Meister. Du willst nicht sterben. Du kannst nicht das sagen. In diesem Moment hat Satan durch den heiligen Petrus leider gesprochen. Das kann sein, das kann geschehen. Deswegen hat ihm Jesus gesagt, Satan, weg von mir. Satan, du kennst nicht und sagst nicht, was den Gott betrifft.
Petrus hat einfach menschlich gesprochen und gut gemeint, aber schlecht geredet. Gut gemeint, aber hat gegen die Erlösung gesprochen und das war nicht gut. Petrus hat noch einmal doch Jesus verleugnet, hat heute seine Kreuzigung und Sterben verleugnet und nach ein paar Tagen wird auch Jesus wieder, Petrus wieder den Jesus verleugnen. Und eine dritte Sünde für Petrus hat er immer rasch gesprochen, unüberlegt gesprochen und das hat auch in viele Sünden gebracht. Also wir wollen gerne auch gemeinsam Jesus vor den Menschen bekennen. Wirklich als Gott und als Menschensohn und als Geliebter. Zweitens, wir wollen nicht rasch Antwort geben, überlegen zuerst, fragen Gott und dann eine Antwort geben. Und Jesus hatte trotzdem Simeon so lieb gehabt, hatte ihm auch vieles gegeben, hatte ihm vieles geklärt und nach der Auferstehung ist Jesus dem Petrus besonders und extra erschienen, damit er seine Leiden auch löschen kann und ihn trösten kann. Lasst uns diese wenigen Tage mit Jesus verbringen, morgen und Abend. Wenn wir jederzeit kommen können, dann kommen wir, wenn nicht, dann auch überall an seine Leiden denken, etwas lesen. Ich empfehle euch, das Buch Jesaja Kapitel 53 langsam zu reden, jeden Tag zwei, drei Verse intensiv lesen, verstehen, kontemplieren, darüber etwas schreiben. Und auch die Psalmen, besonders Psalm 22, ich weiß nicht genau, ob diese Zahl richtig auf Deutsch oder 23. Diese Zahl spricht auch von der Kreuzigung. Lasst uns über den Thron Gottes und dieses Lied Epiphronus mal etwas lernen. Lasst uns auch diesen Gesang von Dein ist der Kraft kontemplieren, mit Herz und mit Gedanken, mit Liebe doch singen, damit wir wirklich diese Karwoche eine Kraft erschöpfen und eine Stärke für uns bekommen. Lasst uns nicht diese gesegnete Woche vorbeigehen, ohne großen Gewinn und großen Segen. Ehre sei unserem Herrn in eine Ewigkeit. Amen. Erläuterung des 9. Stunde Gebet des gesegneten Pascha von Sonntagabend. Ihr Segen sei mit uns allen. Amen.